So, hallo. Dies ist ein Video aus der Reihe Evolution durch Netzwerke. Und zwar ist das zweite Video aus dieser Reihe. Es geht um die Entstehung von Enzymen. Wenn ihr das erste noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch das erst ansehen. Ja, um reinzukommen, gehe ich nochmal auf das zentrale Problem jetzt für dieses Video ein. Hier habe ich ein Enzym dargestellt in seiner Tertiärstruktur. Sagen wir mal, das ist irgendwie ein Laktase. Enzym, Laktase, so, das ist dazu da, Laktose zu verdauen. Dies hier soll mal Laktose sein. Und dazu muss die Laktose am Bindungszentrum binden und wird dann gespalten. Jedes Enzym hat eine ganz charakteristische Tertiärstruktur und entsprechende Bindungsform und Eigenschaft. Und ja, das Problem ist jetzt, wenn zum Beispiel dieses Enzym aus 100 Aminosäuren besteht, dann gibt es 10 hoch 130 mögliche Proteine, die ich mit Hilfe der 20 verschiedenen Aminosäuren zusammenbauen kann. Und wenn es nur ein einziges Enzym gibt, was in der Lage ist, Laktose zu verdauen, eins von diesen 10 hoch 130, dann ist es praktisch unmöglich, das durch Zufall zu finden. Wenn es aber ganz viele gibt, dann sieht das vielleicht anders aus. Und darum geht es jetzt hier. So. Und zwar haben Forscher Folgendes gemacht. Sie haben sich ein bekanntes Enzym herausgenommen und haben mal aufgeschrieben, aus welchen Aminosäuren es besteht, also die Primärstruktur aufgeschrieben. So, zum Beispiel A wie Alanin, C, V, das sind jetzt von mir ausgedachte Buchstaben, also das sind ja Abkürzungen für die Aminosäuren, für die 20 verschiedenen, die es so gibt. Dann gibt es so einen Abkürzungskurs A für Alanin, V für Valin, die anderen weiß ich jetzt nicht auswendig, spielt aber auch nicht so die Rolle. Ja, also jeder Buchstabe steht für eine Aminosäure dieses Enzyms. Und sagen wir mal, das hier ist Position 1, das ist Position 2. Die schreiben wir hier also der Reihe nach hin. Position 3, 4, 5 und hier hinten 100. Wir haben ja gesagt, das soll aus 100 Aminosäuren bestehen. So. Und jetzt kann ich am Computer simulieren, dieses Enzym, das gibt es und das funktioniert halt auch. So, was hat man jetzt gemacht? Jetzt hat man Folgendes gemacht. Man hat eine Aminosäure ausgetauscht, die erste. So, die anderen hat man beibehalten. So und so weiter. Und hat dann wieder simuliert und überprüft, funktioniert dieses Enzym noch, wie zum Beispiel das Laktase-Gen. Also hat es immer noch die gleiche Funktion. Und dann hat man festgestellt, nee, das funktioniert nicht mehr, vergessen wir. Dann hat man hier eine andere Aminosäure genommen. Sagen wir mal jetzt hier C. Hat die da eingesetzt, alle anderen hat man beibehalten, C, V und so weiter. So. Wieder simuliert und geschaut, kann das immer noch dieselbe Funktion übernehmen wie das Ausgangsenzym? Und dann hat man hier herausgehört, jo, das geht, super. Und das hat man dann immer weiter gemacht, Pünktchen, Pünktchen, bis man alle 20 Aminosäuren durch waren. Eine hier als Ausgangsaminosäure und dann nochmal 19 weitere, die man durchgetestet hat. Und hat immer wieder aufgeschrieben, ob das so entstandene Enzym noch die Ausgangsfunktion hat oder ob sie verloren hat. Sagen wir mal hier unten, die Funktion ist beibehalten worden. So. Wie häufig konnte ich das machen? Nun, ich kann die erste, ja, ne Moment, das passt hier vielleicht noch gar nicht hin, komme ich gleich nochmal zu. Machen wir hier nochmal eine Zusammenfassung. Letztendlich kann ich also dann feststellen, wenn ich das Ausgangsenzym in Position 1 verändere, nämlich zum Beispiel die Aminosäure C stattdessen einsetze oder Q, oder vielleicht haben wir auch noch herausgefunden, die Aminosäure N konnte man einsetzen. In den Fällen entstehen Enzyme, die dieselbe Funktion haben. Super, also haben wir jetzt zum Beispiel schon mal drei weitere gefunden. So, und jetzt hat man das ganze Spielchen mit der zweiten Position gemacht. Wieder das Ausgangsenzym, hat jetzt aber nur die zweite Position verändert und auch wieder aufgeschrieben, welche Varianten dann noch funktionstüchtig sind. Und vielleicht ist es da so, Funktion bleibt erhalten, wenn C durch Aminosäure D ausgetauscht wird oder durch M oder durch L. So, Pünktchen, Pünktchen, das haben wir mit der dritten Position, mit der vierten gemacht und so weiter. Und natürlich auch bis zum Schluss, bis zur 100. Position.
Und da sagen wir mal, waren vielleicht die Aminosäuren SA und ja, so, die zu einem funktionsfähigen Enzym geführt haben. So, all diese Enzyme, die jetzt hier symbolisch dargestellt sind, haben dieselbe Funktion wie das Ausgangsenzym und sind quasi ja, Nachbarenzyme. Die haben dieselbe Funktion. Und Nachbarn, das heißt ja, dass wir dicht bei sind, Unterschied beträgt eine Aminosäure. Nur eine Aminosäure ist unterschiedlich. Entweder die erste oder die zweite, das sind die hier, oder die dritte oder die vierte oder die hundertste ist unterschiedlich. So, jetzt komme ich hierzu. Wie viele gibt es denn davon? Naja, wir können auf jeden Fall abschätzen, wie viele Nachbarn es insgesamt gibt. Nämlich, ich kann die erste Position 19 mal verändern. Eine Aminosäure ist ja da. Ich habe also 19 Möglichkeiten, hier Nachbarn zu finden. Für die zweite Position habe ich auch 19 Möglichkeiten. Für die dritte, für die vierte, auch für die hundertste. Also habe ich 100 mal 19 Möglichkeiten und das sind 1900 Nachbarn insgesamt. So, Möglichkeiten. Und von denen funktionieren natürlich nicht alle. Sagen wir mal vielleicht 100 oder so, die insgesamt funktionieren, oder 1450, keine Ahnung. Die aber noch dieselbe Funktion haben. So, und jetzt hat man Folgendes gemacht. Moment, wenn wir gerade hier die Seite wechseln. Zack, hier habe ich eine freie Seite. Stellen wir uns das mal wie folgt vor. Hier ist das Ausgangsenzym. Und jetzt habe ich alle Nachbarn gefunden, die sich um eine Position von dem Ausgangsenzym unterscheiden. Jetzt steht das hier dramatisch im Weg. Also hier haben wir das Enzym und hier ist Unterschied einer Aminosäure. So, sagen wir 4 Stück. Wenn wir zurückschalten, so, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, habe ich jetzt hier hingeschrieben und dann gibt es dazwischen bestimmt auch noch welche. Ja, aber das sind alle Nachbarn, die wir auf der ersten Seite gefunden haben. Jetzt habe ich hier nur 4 dargestellt, das reicht ja. So, was machen wir nun? Schalte ich nochmal zurück. Jetzt machen wir das gleiche Spiel mit diesen gefundenen Nachbarn. Also ich nehme jetzt zum Beispiel dieses Enzym heraus. Das unterscheidet sich ja um eine Position vom Ausgängerenzym. Jetzt mache ich mit diesem hier das gleiche nochmal. Also ich ändere wieder die erste. Dann die zweite Position, dann nur die dritte, dann nur die vierte und so weiter. Und suche hier wieder nach Nachbarenzymen, die immer noch dieselbe Funktion haben wie das Ausgangsenzym. So, und auch hier finde ich, zum Beispiel ausgehend von diesem hier, finde ich wieder Nachbarenzyme, die sich um eine Position unterscheiden. So. Und die immer noch dieselbe Funktion haben. Mal sind es vielleicht drei, mal nur eine, vielleicht auch mal überhaupt keine. Es kann ja auch mal sein hier, dass es über Kreuz geht, indem ich hier zufällig genau umgekehrt in umgekehrter Reihenfolge die Aminosäuren getauscht habe. Und diese Enzyme unterscheiden sich um 2 Aminosäuren. Na, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass man das Spielchen nochmal macht. Das habe ich hier jetzt schon gar nicht mehr dargestellt. Also das nächst veränderte Enzym, bleibe ich hier, so, die Enzyme, die sich um 2 Aminosäuren vom Ausgangsenzym unterscheiden, trotzdem dieselbe Funktion haben, die nehme ich wieder und mache das Spielchen nochmal. So, jetzt sage ich mal einfach, vielleicht zu diesem oberen gibt es gar keins mehr, was dann noch dieselbe Funktion, also kein Nachbar hat mehr dieselbe Funktion. Von diesem hier haben wir wieder welche. So, es wird jetzt schwer darzustellen, darum lasse ich mal einfach einige aus. So, und hier finden wir wieder welche. So, und diese Nachbarn unterscheiden sich um 3 Aminosäuren vom ersten Enzym und haben immer noch dieselbe Funktion. Konnte man, wie gesagt, per Computer nachweisen. Und das hat man immer weiter gemacht, bis man irgendwann ja, keine neuen Nachbarn mehr gefunden hat. Und das Erstaunliche ist, so, das hier ist der letzte quasi, der letzte Vertreter aus dieser Reihe, unterschied sich um 80 Aminosäuren vom Ausgangsenzym. Und jetzt müssen wir einfach bedenken, 80 Aminosäuren, wir sind
Wir haben ein Enzym, das aus 100 Aminosäuren besteht. Ja, wir haben in diesem Extremfall 80 Aminosäuren und weil wir mit 100 Aminosäuren gestartet sind, 80% der Aminosäuren ausgetauscht und immer noch funktioniert dieses Enzym. Vorsicht, wir haben nicht irgendwelche 80, also es reicht auch manchmal nur eine Aminosäure auszutauschen und das Enzym funktioniert nicht mehr. Aber es gibt Fälle, in denen trotz 80% Austausch das Enzym immer noch funktioniert, immer noch dieselbe Funktion hat. Und ja, schon allein diese Pünktchen deuten an. Und wenn ihr dieses Baumdiagramm weiterzeichnet, seht ihr, das ist eine riesige Anzahl von Enzymen. Es entsteht hier, und jetzt kommt auch hier der Titel mit ins Spiel, Netzwerk. Es entsteht ein Riesennetzwerk. Hier haben wir ein Riesennetzwerk. Da male ich jetzt nicht noch weiter drin rum mit Farben, sonst wird es wieder zu unübersichtlich. Und diese ganzen Enzyme in diesem Netzwerk haben alle dieselbe Funktion. Und ja, jetzt sind wir dem Ausgangsproblem schon ein bisschen näher gekommen. Schalten wir nochmal gerade schnell zurück. Ausgangsproblem war 10 hoch 130 Möglichkeiten. Und wenn nur eine die richtige ist, dann werden wir die höchstwahrscheinlich nicht finden. Aber wenn es viele gibt und wir sehen hier, es gibt viele Möglichkeiten, ein und dasselbe Enzym zu realisieren, dann sind wir schon einen Schritt näher. Die Frage ist nur, wie viele sind das? So, und da gucke ich jetzt mal gerade hier in meine Aufzeichnung. Man hat hier zum Beispiel Enzyme gefunden, die einen Schalter darstellen, um Viren-DNA zu deaktivieren. Und dieses eine einzige Enzym, was dazu in der Lage ist, Viren-DNA zu deaktivieren, hat so eine Netzwerkwolke mit 10 hoch 150 Vertretern. Es gibt ATP-bindende, also ein Protein, was in der Lage ist, ATP zu binden. Da habe ich die Möglichkeit, 10 hoch 93 Enzyme zu produzieren, die alle dazu in der Lage sind. Oder zum Beispiel ein Enzym, das wurde simuliert und berechnet, was eine bestimmte Aminosäure herstellt. 10 hoch 96 Möglichkeiten, also Enzyme, die in dieser Wolke hier vorhanden sind. Also jeweils eine riesengroße Anzahl an gleichwertigen Enzymen, die vorhanden sind. Und all diese Enzyme, das ist noch wichtiger, sind durch so ein Netzwerk verbunden. Das heißt, Netzwerk verbunden heißt, ich kann, indem ich nur eine Aminosäure austausche, immer noch ein funktionsfähiges Enzym erhalten. Wären zum Beispiel diese beiden nicht durch ein Netzwerk verbunden, dann müssten ja auf einmal 80 Aminosäuren zufällig gleichzeitig ausgetauscht werden, um aus diesem Enzym jenes herzustellen. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber wenn ich immer nur eine Aminosäure austausche und dann noch ein funktionsfähiges Enzym habe, dann komme ich so langsam weiter und das ist so der Weg, den die Evolution gehen kann. So, zum Abschluss. Dieses hier sind, warte, ja, müssen wir hier hinterschreiben, das hier sind Beispielzahlen, ganz wichtig. Auch hier diese 80% ist letztendlich ein Beispiel. Es gibt Fälle, da kann man nur 70% der Aminosäuren austauschen. Es gibt sogar Fälle, da kann man 100% der Aminosäuren austauschen und bleibt immer noch dieselbe Funktion erhalten. Ja, also das ist wichtig, das hier sind erstmal nur Beispiele. Nichtsdestotrotz, und das ist das Ende hier dieses Videos als Resümee, Berechnungen, wenn man das hier weiter durchführt mit anderen Enzymen, kommt man immer wieder zu diesen riesigen Zahlen. Berechnungen ergeben, dass ungefähr 1 von 10.000, ein von 10.000 Enzymen funktionsfähig ist. Nee, das ist schlecht. Enzym impliziert ja im Prinzip schon, dass da, also Protein, sagen wir so. So, von den 10 hoch 130 Möglichkeiten wird jedes Zehntausendste Protein funktionsfähig sein, also irgendeine Funktion übernehmen. Ein von 10.000 Proteinen ist funktionsfähig. Jedes Zehntausendste zufällig gebildete Protein hat eine Funktion. Und das ist schon, mit so einer Wahrscheinlichkeit kann man schon gut leben. Das einzige Problem ist, es hat irgendeine Funktion und nicht die, die wir brauchen. Und dazu gucken wir uns die nächsten Videos dann an.